Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen! Die Klimakrise gehört zu den größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Und ja, und die Bundeskanzlerin Merkel bezeichnet sogar den Klimawandel als die Schicksalsfrage, wie Sie ja heute den Medien entnehmen konnten. Allerdings ist diese Frage oder darf diese Frage halt nicht dem Schicksal überlassen werden. Und das wird vor allem dann deutlich, wenn man mit Menschen spricht, die vom Klimawandel unmittelbar betroffen sind. Vor einer Woche besuchten uns Vertreterinnen der indigenen Völker unserer Fraktion, die im Rahmen der COP23 in NRW sind. Eine sehr beeindruckende Begegnung. Und sie sagten: Wir wünschen, dass die Welt kleiner wäre und alle sehen und spüren könnten, wie unsere Heimat Stück für Stück zerstört wird. Und eigentlich sollten wir wissen, die Welt ist klein, so klein wie das Herz in unserer Brust. Wenn wir für die Rettung des Amazonas kämpfen, für die Rettung unserer Heimat, kämpfen wir auch für den Erhalt unserer Erde. Treffender können wir den Klimawandel und seine Auswirkungen nicht bezeichnen. Während wir hier über die Auswirkungen des Klimawandels debattieren, darüber verhandeln, wie man den Klimawandel aufhalten kann, verlieren Millionen von Menschen bereits jetzt ihre komplette Lebensgrundlage. Die veränderten Temperaturen zerstören die Erde. Die Stürme zerstören die Häuser, ihre Dörfer werden durch den Anstieg des Meeresspiegels und durch Flutkatastrophen weggeschwemmt, ganze Völker werden verdrängt. Derzeit sind fast 26 Millionen Menschen aufgrund von Klimakatastrophen auf der Flucht und bis zum Jahre 2040 werden Experten zufolge 200 Millionen Menschen auf der Flucht sein. Somit ist der Klimaschutz, meine Damen und Herren, auch eine Fluchtursachenbekämpfung. Ein Oxfam-Papier belegt, dass die ärmeren 50% der Weltbevölkerung nur 10% zum Klimawandel beitragen, während die reichsten 10% hingegen 50% des Klimawandels verursachen. Diese eklatante Schieflage verdeutlicht, dass der Kampf gegen Klimawandel auch ein Kampf für globale Gerechtigkeit immer sein muss. Die Klimakrise verstärkt die Schere zwischen Arm und Reich innerhalb von Staaten und zwischen den sogenannten Entwicklungsländern und den Industriestaaten. Armutsbekämpfung, der Kampf gegen den weltweiten Hunger kann nur gelingen, wenn wir den Klimawandel gemeinsam aufhalten, und zwar jetzt. Und der Klimaschutz ist also auch eine globale Gerechtigkeitsfrage. Wir hier in NRW sind in einer besonderen Verantwortung und müssen diese globale Verantwortung ernst nehmen. Wir können ganz konkret auch einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Erstens, indem wir hier vor Ort endlich aus der Kohle aussteigen und durch ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz als Deutschlands stärkstes Industrieland saubere Energie produzieren und CO2 reduzieren. Zweitens, indem wir in unseren internationalen Partnerschaften im Bereich Klimaschutz kooperieren, die Kooperation stärker nach vorne setzen, um gemeinsam mit den Partnern den Klimawandel weltweit entschieden entgegenwirken. Und drittens, indem wir die bereits bestehenden internationalen Abkommen in NRW ernsthaft weiterführen und vor allen Dingen aber auch bei unserer öffentlichen Beschaffung eben die Achtung der ökologischen Standards nicht streichen. Und lassen Sie mich abschließend noch in Erinnerung rufen: Der Klimawandel ist nicht nur eine Frage der globalen Gerechtigkeit, sondern auch eine Frage der Generationsgerechtigkeit. Und heute gilt mehr als zuvor: Wir haben diese Erde von unseren Kindern nur geborgt.